Hallo und herzlich willkommen zurück zur weiteren Folge. Wünscht ihr was? Teil 2 für den Elitefahrer. Ich habe die Linie gewechselt. Wir sind jetzt die Linie 380. Vom Hauptbahnhof aus in Gelsenkirchen geht es jetzt weiter nach Gelsenkirchen-Rathaus. Ich stehe schon an unserer Abfahrtshaltestelle, glaube ich, meine ich zumindest. Da hinten flippt so ein kleiner Bus rum. Das ist auch nicht so wild. Ja doch, ich stehe ja richtig, aber hier will keiner mit. Nicht wahr, weil hier ist überhaupt nichts los am Hauptbahnhof. Totenstille. Wir steigen in den Bus ein. Wir haben jetzt noch eine Minute. Okay, dann fahren wir auch gleich direkt los, nicht wahr? Und das ist ja deutlich kürzer hier, oder? Ja, nee, gar nicht wahr. Ja, doch, halbe Stunde ungefähr. Dann hat er ziemlich lange Aufenthalt in Gelsenkirchen-Buhr, also ungefähr 20 Minuten. Dann würde er wieder zurückfahren als 380 und dann wieder die 389 übernehmen. Also nahtlos geht es weiter. Unser Bus ist nach wie vor leer. Ne? Also, das kann man natürlich auch sagen, gut, das liegt natürlich an Omsi. Ne? Man könnte ja sagen, dass die KI dann so intelligent ist und sagt, okay, nee, der macht ja einen Linienwechsel, wir bleiben einfach drin, weil ich will hier nach Buhr-Rathaus. Leider Gottes nicht der Fall. Aber alles nicht so wild, denn ankommen werden wir definitiv. So, ich würde sagen, wir fahren einfach mal los. Und fahren mal durch das Rondell hier. Also der Gelsenkirchen Hauptbahnhof hat sich in jedem Fall verändert. Im Gegensatz zu damals. Das muss man ganz klar so sagen. So, wir fahren da oben rechts rum. Warten jetzt aber erstmal hier ab, bis der Kollege uns freie Fahrt erteilt. Jutta. Boah, für diese Tour muss ich später auf jeden Fall nachher auch nochmal ein neues Thumbnail machen, weil ist eine andere Linie. Wäre sinnvoller, würde ich behaupten. So, dann fahren wir mit dem Schiff weiter durch die Gegend. Also schon ein sehr großer Wunsch vom Elitefahrer. Auch hier kommen wir rum. So, 380 bin ich der Meinung, hätte ich schon mal in einer damaligen Version gemacht, aber ohne Aufnahme. Vielleicht auch mal mit Aufnahme, ich bin mir da nicht sicher. Möglich ist ja alles. Man weiß ja irgendwann auch gar nicht mehr, hat man die Linie schon mal eventuell produziert oder nicht. Um dann sicher zu gehen, müsste man dann halt die komplette Bibliothek nachschauen. Habe ich natürlich jetzt in diesem Fall auch nicht gemacht, denn es ist ein Wunsch und ein Wunsch ist ein Wunsch. Und einem Wunsch komme ich gerne nach. Sofern es realistisch ist natürlich. Nicht wahr, nicht wahr. Die Hor, die Hor. Fahren wir jetzt mal nach Buhr. Und da bekommen wir auch die ersten Fahrgäste. Und es rappelt und es scherbelt.
Hallo. Ja, das ist wie in der Realität. Als Busfahrer musst du alle Linien kennen. Ist ja nicht so, als würdest du immer dauerhaft auf einer Linie fahren. So. Vielleicht fehlt mir auch noch eine schöne Position, wo man Subnail machen kann. Gehe ich doch von aus. Nächste Haltestelle, Evangelische Klinik. So, hier rappelt's gut, ne? Also Straßenverhältnisse wie im Weltkrieg. Na, hier in dem Stück ist nichts ausgebessert worden. Das kommt mir doch alles sehr bekannt vor von damals. Und wir sind wieder unsere Minute zu früh. Machen wir da weiter, wo wir aufgehört haben. Ewig zu früh. Hallo Manni! Manni darf auch ruhig mal was sagen, aber Manni will nichts sagen. So, der Spiegel rendert nur, wenn ich drauf gucke. Ich stelle es gerade fest. Ja, also so sehen wir, dass Manni nach hinten läuft. In einem Mordstempo, muss man ja echt mal sagen. So, Manni hat sich endlich mal hingesessen. Auf den fetten Arsch. Wir sind immer noch zu früh, aber wir fahren einfach mal langsam weiter. Kann ja nicht schaden. Huiuiui, was für ein Wunsch. Wunsch extrem hier. Nächste Haltestelle, Musiktheater. Das Musiktheater. Arschkopf. Aschkopf, Aschkopf, Aschkopf. Vollidiot. Vollidiot vom Herrn. Ja, ja. Fällt doch auf, oder? Jetzt stehen wir hier an der roten Ampel. Hier, ich sage, es ist wahrscheinlich nicht so verkehrt gewesen, dass wir jetzt mal etwas früher gefahren sind. Denn wenn die laufend rot hast, ja, dann kommst du schnell in die Zone der Verspätung. So, wir biegen nämlich jetzt erstmal like hier fett rechts ab. Zum Musiktheater. Wo keiner steht. Ja, okay, dann fahren wir direkt weiter.
keiner mit will, ziehen wir doch wieder raus. Und stehen an der nächsten roten Ampel. Also was mir gerade aufgefallen ist, definitiv am Hauptbahnhof Gelsenkirchen, die Buchten meiner Ansicht nach ein wenig zu klein. Denn dass da gerade mal so ein Gelenkbus reinpasst, ist doch ein bisschen komisch. Also mehr Liebe zum Detail wäre da auch schön gewesen. So, der will ja anscheinend links, blinkt aber nicht. Ich liebe ja solche Verkehrsteilnehmer, die der Meinung sind, blinken ist mal total überflüssig. Ja, ja, wie versprochen, ne, das nehme ich jetzt direkt nach Teil 1 auf. Aber quasi ohne Pause. So, wenn du noch vorne das Gaspedal für dich entdeckst, sagst du mir bitte Bescheid. Hier halten wir nicht an. Wir ziehen hier durch. Fahren wir mit gechillten 40 hier. Sollte aus Erfahrung im realen Leben reichen. Machen andere Busfahrer ja auch. Vielen Dank, dass du einfach rüberfährst. Okay, da haben wir den Bordstein mitgenommen. Schleunigen wir mal auf 50. Und dann kommen wir jetzt zur Grillestraße. Uns natürlich erstmal wieder eine Ampel ausbremst. So, da vorne steht dann sogar jemand, der auch gerne mitfahren möchte. Da haben wir noch eine Straßenbahn, das ist ja noch besser. Wenn das dann zeitlich nicht passt, mache ich da gerne gleich noch direkt einen Screenshot raus. Weil da müsste ich erstmal oben stehen. Aber nein. Dann gucken wir einfach mal, was daraus jetzt wird. Entweder fährt die jetzt und drücke ich Pause. Oder ich darf vorfahren und drücke dann Pause. Gucken wir mal, was passiert. Sind wir ja flexibel drin. Ja, weil möglich ist ja alles. So, wir dürfen fahren und die dürfen auch fahren. Komm, wir machen mal ganz kurz Pausebildschirm rein. Gehen wir hier raus, gucken, ob ich einen Screenshot erstellen kann.
So, guck mal, so kann man es auch machen, oder? Ja, nö. Komm, wir machen es so. Mal ganz schnell hier. F12. Vielen Dank für die Blumen. Und weiter geht's. Ja, da hätte ich dann doch einfach mal. Hallo Busfahrer, ich bekomme einmal die Tageskarte. Okay, Tageskarte, bitteschön. Grün haben sollen, dann wäre das Thumbnail vielleicht noch besser geworden. Vielleicht kriegen wir ja noch mal die Möglichkeit. Wer weiß. Schauen wir mal. So, 50 sind erlaubt, sagt er. Gucken, vielleicht kriegen wir ja noch die Möglichkeit für ein schickes Thumbnail. Man weiß es ja nie. So, wenn mich nicht alles täuscht, ist das, glaube ich, die Strecke Richtung Veltins Arena. Da war ich auch schon mal. Hey, ich bin gut rumgekommen, muss man sagen. Guck mal, da haben wir schon wieder eine Straßenbahn. Und ich habe wieder rot. Also es scheint mir nicht gegönnt zu sein. Das scheint mir nicht gegönnt zu sein, dass ich ein schönes Bild kriege mit der Bahn. Aber wir haben ja noch gut Strecke. So, wir haben eine Minute Verspätung gesagt, da. Ja? Ich glaube, wenn wir die Minute nicht hätten, wären wir immer pünktlich mit der Bahn. Aber irgendwas ist ja immer. Eine grüne Ampel wäre vielleicht auch mal nicht verkehrt. Könnten wir weiterfahren. Haben wir eigentlich einen Haltewunsch? Nein, haben wir nicht. Will davon jemand mit? Ja, will. Auf jeden Fall steht da was rum. So, hier sind ganz viele Autos dahinge. Und wir haben immer noch rot. Jetzt haben wir grün. Da ist wieder eine Straßenbahn. Fahren wir oft. Und da ist noch ein Bus. So. Ah ja, fertig, das ist blöd. Ja, die ist blöd. Naja, ist halt so. Ist mir nicht hier. So, eine geflickte Straße à la Kevin. So, die will wahrscheinlich noch mit. Falls sie sich bewegt, gucken wir mal. Ja. Hallo. Guck mal, da kommt eine vorbei geschossen. Juhu! Die hat aber richtig eilig gehabt, aber wenn ich das nicht gesehen habe, ist sie sogar auf der falschen Seite gefahren. Also kam mir jetzt auf jeden Fall so vor, als wäre die gerade auf der falschen Seite gefahren, ne? Aber ich kann mich auch täuschen. So, am Stadthafen haben wir einen Haltewunsch.
Auch diesen werden wir selbstverständlich wieder nachkommen, denn wir sind ja ein angenehmer und freundlicher Busfahrer. Und haben eine Strecke, die relativ viel geradeaus geht. Das ist auch schön. Aber nicht so viel Ortskenntnis. Ah, ist wieder eine Straßenbahn. Das ist ja wunderbar. Inklusive ein Money. So, der möchte eine Tageskarte. Machen wir das eben hier. Also bitteschön, Dankeschön. Falscher Knopf. Wunderbar. Das wollten wir ja gar nicht. Wir wollten das. So, ich habe euch zwischendurch noch schnell mal einen Screenshot erstellt. In manchen Situationen geht es ja echt schnell. So, da hinten sieht es wieder mal ein bisschen kahl aus, wenn man da so ein bisschen rechts guckt, ne? Geradeaus rechts rum, so. Also rechts neben der Brücke. Das ist ein bisschen kahl, ne? Oder ist einfach noch nicht geladen? Man weiß es nicht, wir sehen es gleich. Ja, jetzt ist geladen. Siehst du? Nächste Haltestelle. Willy Brandt Allee. Die Willy Brandt Allee. Ich fahre einfach mal gechillt hier die Brücke hoch. Ohne Stress natürlich. Sagen, Omsi, lass die Scheiße sein. Nicht hier ruckeln, du. Guck mal, da wieder eine Straßenbahn. Boah, ist das geil. Das funzt ja mit der Bahn. Ein paar Fußgänger, die unterwegs sind. Das kommt eine langgezogene Rechtskurve. Die wirklich langgezogen ist. Vorne fahren Autos vom Werk wahrscheinlich in Kolonne. Testfahrt oder so. Und wir biegen rechts ab. Haltewunsch haben wir nicht. Will auch keiner. Fahren wir weiter.
So, wir gehen direkt mal wieder auf die linke Spur, weil wir gleich direkt wieder links abbiegen müssen. Das Sportparadies. Hier ist das Arena Hotel. Schön. Ah, oh, doch die schön. Wieder rot. Komm, immer ein bisschen ran hier. Jo. So, wir haben ja rot. Die scheint ja auch etwas länger rot zu sein. Kann ich noch mal ein bisschen kurz nachfüllen. Denn der Tank ist so ein bisschen leer von meiner Flüte. Einmal kräftig drücken. Wie sie ist gefühlt. Okay, da ist mal einer hinten reingefahren. Danke, Omsi. Das ist wieder absolut der Burner. Ich finde es echt herrlich. Dafür rufe ich jetzt hier garantiert nicht die Polizei. Gucken wir uns das mal eben an. Wir haben ja noch... Wie können sie nicht aufpassen? Was ist denn hier passiert? Alter, wo kommt der denn her? Das ist ja richtig interessant. Das sind, naja, ich könnte mir vorstellen, der ist wahrscheinlich hinter mir da so rein, weißt du? Naja. Künstliche Intelligenz wieder mal für den Arsch. So, dann will man nicht hängen bleiben, aber eben so. Ja, da, du darfst jetzt doch gleich aussteigen hier, das ist kein Problem. Steigen Sie doch aus. Ich bin der letzte Mann, der Sie auch immer auffällt. Ja, also bitte schön aussteigen. Heide Fresse, ey. Ich steige hier jetzt aus. Ich bin sogar zu früh. Wie geht das denn? Hallo. Hallo. Moin, moin. Moinsen. Hallo, Manni. Hallo, Busfahrer. So, wir fahren weiter, weil ist ja keine Haltebucht, ne? Also stehe ich ungern. Ich meine, wenn du natürlich eine künstliche Intelligenz hättest, die jetzt nicht für den Arsch wäre, wüsste die künstliche Intelligenz, okay, wir fahren links am Bus vorbei. Nächste Haltestelle, Lindemannsweg. Wir reden hier ja über die Omsi-KI, ne? Und das ist ja allseits bekannt, dass diese KI für den Popo ist. So, Kollege. Mhm, wunderbar. Komm, beweg dich. Du bist nicht der Einzige, der hier fährt. Ach schön. So, warten wir noch, bis der da vorne an uns vorbei ist. Dann können wir schön ausschwenken. Nächste Haltestelle. Hockenkraut. So, jetzt fahren wir hier hinten durch die kleine Wohnsiedlung. Schon wieder zu früh. Haltewunsch haben wir. Okay, dann fahren wir doch hier ran.
Tschüss. Ja, da ist die Unfallmeldung. Von einem Unfall, den ich natürlich wieder mal nicht schuld bin. Haltestelle am Fettingotten. Am Fettingotten. Jetzt haben sich auch die Haltestellenansagen verändert. Guten Tag. Ich benötige eine Karte für 4 Haltestellen. Eine Kurzstrecke vielleicht? Ja, eine Kurzstrecke. Da liegen Sie völlig richtig. Bitteschön, Dankeschön. Weiter geht's. Da haben wir wieder eine andere Ansage. Na gut, dass hier gerade so wenig Verkehr ist. Jetzt sind wir wieder viel zu früh. Na, knapp 2 Minuten drüber. Schleichen wir hier mal hoch. Warum soll ich hier aufs Gas treten? Guck mal, wie mal rein. Eine kleine Wohnsiedlung. Hier haben wir eine Gasse, da kann man stehen bleiben, das ist ja gut. So, 2 Minuten sind wir drüber, war schon zu früh wieder mal. Machen wir hinten die Tür wieder zu. Ne, die braucht ja keiner. Guck mal hier, ja, ja, locker müsst ihr mal mir vorbeikommen, ne? Also locker, ich stehe ja so in Tisshöhen da drin, ne? Wirklich schön stehe ich hier drin. Guck mal, wie schön. Wie noch mit dem Simulator da geht. Ja, ja, das. Was ich sagen muss, Performance ist momentan mal absolut spitze. Das rollt ja wie Sau, du. So, wie lange haben wir denn noch? Da sind noch ein Minütchen drüber. Und wäre wahrscheinlich auch nicht bei allzu weit habe, ne? So, wir sind jetzt an 1, 2, 3 Haltestellen sind ja nur noch. Opa, da sind ja schon fast da. Wir machen die Türe zu. Und fahren weiter. Na, also jetzt hier die 380 an sich ist dann wieder eine kurz gehaltene Linie. Eine kurz gehaltene. Das war ein bisschen sportlich, muss ich zugeben. Juhu. So, wir fahren 40, das dürfte reichen, müsst ihr nicht raten. Okay, hier haben wir jetzt grün. Hast ja gerade gesehen, ne? Da war ein Stoppschild mit einer Ampel sogar. So, wir müssen hier in diese Lücke rennen. Upsa!
Da war der falsche Knopf. Da habe ich Tür auf Tür zu gemacht, ne? Tür auf Tür zu. Auf zu. Weißt du, kennst du? Auf zu? Oh, wir haben grün. Haltewunsch haben wir nicht. Mit will auch keiner. Wir müssen hier weiterfahren, auch wenn wir jetzt eine Minute zu früh sind. Oder zu spät eher gesagt jetzt. Wir haben ja Minus. Nächste Haltestelle. Scharenweg. Nee, zu früh. Wir sind zu früh. Minus ist zu früh. Wir sind ja deutlich zu früh. Ja, und ich sag mal, guck mal, wir fahren hier 40. Und wir sind immer noch am Aufbauen. Wir bauen immer noch Verfrühung auf und bei 40 km/h. So, da kommt die Sonne durch die Bäume. Wir sind wieder 2 Minuten zu früh. Und ich rase nicht. Hallo. Moin, hallo. Moin. Preisstufe A hier und jetzt bitte. Komm, dann machen wir mal so. Preisstufe A hier und jetzt. Dann ist das da und drucken. Kostet 2,70 Euro. Dann bekommst du 1,30 wieder. Also machen wir mal so. Passt das doch, ne? Immer noch in Liste. Ja, wunderbar, das läuft doch wie eine 1 hier. So. Schließen die Türen hinten wieder mal. Das ist immer noch massig zu früh. Das ist ja schlimm heute. Haben wir jetzt quasi nur noch eine Haltestelle, ne? Genau, Burathaus. Und da fahren wir jetzt dann auch einfach direkt mal hin, weil wir jetzt hier gleich in meinem Display sagen: Okay, wir sind grün. Schleich mal los. Weil hier will dann eh keiner mehr mit. Also von daher. Alles okay, alles easy, alles going. So, du bleibst da hinten stehen, ich fahre nämlich los. Und fahre langsam. Nächste Haltestelle, Gelsenkirchen-Wohlrathaus. Die Linie endet hier. Genau, die Linie endet dort. So, wir fahren jetzt 25, war richtig gemütlich. Und kriegen rot. Ja. Machen wir auch mal ein Thumbnail, warum nicht? Taktik, 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 Tak. Dann haben wir den Wunsch für den Elitefahrer komplett abgearbeitet.
Ja, von der Uhrzeit jetzt ist auch natürlich schon wieder was fortgeschritten, ne, weil so zwei solche Folgen, ja, die brauchen dann doch schon mal ein wenig Zeit. Und dann geht das Ganze noch in die Post-Production. Deswegen, ja, mal schauen, ne? Ob ich das wirklich schaffe, so alles hochzuladen, wie ich mir das vorstelle. Ansonsten gibt es sowas auf Heiligabend oder Weihnachten. Schauen wir mal. So, den Arsch haben wir auch rumgekriegt. Dann kommen sie. Ja, wie gehabt, 50 sind erlaubt, aber die brauchen wir nicht. Wir sind so gut unterwegs. Da kann man auch gechillt fahren. Da vorne haben wir dann noch mal eine Straßenbahn. Schön, dass das funktioniert mit den Bahnen mittlerweile. Was war das? Da hat uns jetzt gerade mal etwas richtig weggeballert. Gucken wir uns das mal eben schnell an. Was war das? Was war das? Was war das? Ein Bus von unten. Ist da irgendwie eine Hitbox wahrscheinlich ein wenig zu groß geraten? Sieht zumindest so aus. So dass die Elektrik auch direkt mal komplett den Geist aufgegeben hat von dem Bus. Fahren wir schon mal hier an die Ampel ran. Okay. Öfter mal was Neues. Machen wir eine kurze Reparatur. Ja, dann haben wir zwar halt Verspätung, aber so ist das Leben. Machen das eben schneller mal ganz hier. Fahren dann direkt wieder los. 1, 2, 3, 4. Alles andere lassen wir aus. Du lässt mich hier rein, ne? So, dann sind wir angekommen. Letzte Haltestelle jetzt auch einmal ausnahmsweise zu spät. Nach so einem Teil darf das auch passieren. Können wir schildern einfach nochmal 3512. Sieht da bestimmt stiefer aus dann in dem Moment. Nächste Haltestelle Gelsenkirchen Ruhr Rathaus. Wisse, er möchte dann wieder quasi zurückfahren. Also wir würden jetzt quasi direkt wieder zurückfahren. Ja, ja, komm, wir füllen euch mal eben kurz ab. Wir wollen jetzt alle noch Tickets haben. Guckt euch das an. Wir verkaufen einfach schon mal Tickets. Könnte man so tun, als würden wir gleich schon wieder zurückfahren. Naja, egal. Wir sind auf jeden Fall angekommen. Machen wir mal den Motor aus. Ding den Gang raus. Schließen die Türen, gehen einfach mal aus dem Bus hinaus.
Und damit sag ich vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe auch, diese Folge hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen in nördliche Richtung da. Abos gerne gesehen. Wollt ihr keine einzige Folge verpassen? Knallt mir auf die Glocke. Ja, nicht mir selber, ne? Hier habt ihr das Glockchen-Symbol immer drauf. Dann werdet ihr immer schön benachrichtigt, wenn irgendwie was sein sollte. Vorausgesetzt, YouTube hat mal wieder keinen Hänger. Bis dahin, sage ich, wie immer, haltet eure Ohren steif. Ich wünsche euch an dieser Stelle ein wunderschönes Weihnachtsfest. Vorsorglich auch schon mal einen guten Rutsch ins neue Jahr. Eventuell kommt ja noch eine Folge. Und dann werde ich es nochmal sagen. Auf jeden Fall. Wir sehen uns dieses Jahr noch, glaube ich. Ansonsten definitiv im Jahre 2019. Ciao, euer Hansi.